Assalamu alaikum. Und ich hoffe, es geht euch super. Wir sind bei dem vorletzten Unterricht. Nur noch diesen und den nächsten. Und dann könnt ihr Arabisch wie die Araber lesen. Inshallah. Das, was wir heute lernen, ist was sehr Einfaches. Ich hoffe, es ist für euch auch sehr, sehr, sehr einfach. Und zwar Al-Tarif. Was ist Al-Tarif? Al ist der Artikel. Im Deutschen haben wir der, die, das. Im Arabischen nur El. Deswegen freut euch, dass es so einfach ist. Es gibt da nur ein kleines Problem. Und zwar, es gibt Wörter, wo wir L sagen, Elif und Lam aussprechen. Und es gibt Wörter, wo wir L nicht sagen. Wo wir Elif aussprechen und den Buchstaben danach verdoppeln. Und das lernen wir heute. Fangen wir oben rechts an. El-Ebu, der Vater. Der Elif nach dem L sprechen wir aus und verdoppeln ihn nicht. Also wir sagen El-Ebu. Nicht E-Ebu. Okay? Oder sowas ähnliches. El-Ebu. El-Babu. El-Babu. Lam hat einen Sukun. Wir sprechen den Lam aus. Und den Ba. El-Jannatu. El-Jannatu. Hier den Jim sprechen wir auch nur einmal aus. El-Himaru. El-Himaru. Und hier haben wir den Ha auch nicht doppelt. El-Khubzu, El-Khubzu, der Kha gehört auch dazu. El-Ainu, El-Ainu, Ain gehört auch dazu. El-Ghada'u, El-Ghada'u, Rain gehört auch dazu. El-Famu, El-Famu, Fa gehört auch dazu. El-Qamaru, El-Qamaru. الكلب الماء الولد الهواء اليد. اوكي، الف ب جيم ح خ عين غين ف قاف كاف ميم واو ها يا 14 Buchstaben. Die, wo wir L sagen und dann nachher den Buchstaben auch normal aussprechen. Und wir haben 14 Buchstaben, wo wir L nicht aussprechen und den Buchstaben danach verdoppeln. Wie zum Beispiel hier, Ettinu, Ettinu. Okay? Hier haben wir den L nicht ausgesprochen. Wir haben nicht El Tino gesagt, sondern Ettinu. Und haben den T verdoppelt. Ethaubu. الديكو الذهب. Und bei Dik achtet bitte, dass ihr Dal sagt und nicht Ta. Einige vertauschen, zum Beispiel Ettin sagen sie Eddin oder Eddik, Ettik. Bitte achten. الذهب الرجل الزهرة السمك الشمس الصورة الضيف الطالب الظهر اللحم النجم. Okay, hier sehen wir ta, tha, dal, dal, ra, za, sin, shin, sad, dat, ta, dha, lam und nun. Die gehören zu denen, wo wir L nicht aussprechen und den Buchstaben danach verdoppeln. Der erste heißt Lam al-Qamariya. Lam al-Qamariya. Warum? Das Wort al-Qamariya, da sprechen wir den Lam aus. Und deswegen heißt es Lam al-Qamariya. Der andere stattdessen, die grünen Alifs, die heißen Lam al-Shamsiya. Lam al-Shamsiya. Warum? Weil genauso wie bei Ash-Shams wir den L nicht aussprechen. Deswegen Ash-Shamsiya. Okay? Naja, ich habe versucht, dass ich irgendwie sowas wie eine Eselsbrücke mache oder so für euch. Habe leider keins gefunden, aber was ich nur sagen kann, ist, dass 6 Buchstaben, die vom Hals kommen, dass sie bei Al-Qamariyya sind. Und zwar Elif, Ha, Kha, Ha, Rein und Ein. Okay, wie die anderen auswendig wisst, lernt, weiß ich auch nicht. Aber ich selbst habe das mit viel Übung auswendig gelernt. Es wird aber sehr einfach. Also, sobald ihr anfängt zu lesen und so weiter, wird das schon. Deswegen belastet euch nicht.
Take it easy. Und das wird schon. Also mit der Zeit gewöhnt ihr euch daran. Und dann habt ihr das doch schon drauf. Deswegen passt auf euch auf. Wenn nicht, wenn ihr es trotzdem nicht nach einem Jahr könnt, sagt es mir Bescheid. Und ich versuche für euch eine Lösung zu finden. Bis dahin passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Ma'a salama. Bis zum nächsten Video. صرنا 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 بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى صرنا 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 بعون الله منهاجنا